Na Freunde von World of Warships, herzlich willkommen zu, gut, muss man es ankündigen, muss man es sagen, es ist natürlich ein Replay und dieses ikonische, fast schon einzigartig, fast, weil ein weiteres Schiff dieses ikonische Schornstein-Design, nennen wir es so, hat. Ist natürlich aufgrund der Größe des Schiffes, aufgrund der Geschützanordnung leicht erkennbar als Batterie Stufe 11 der französischen Mighty-Schlachtschiffe. Ja, ist quasi das neue Stufe 11 oder das neue Sushi, der, habe ich Stufe 12 gesagt vorhin? Oh Gott, es ist früh. Wenn überhaupt, dann ist ein Sushi hier, das uns vom Wargaming für jetzt, für, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen hinter Stufe 10 Republik gesetzt worden ist. Ganz kuriose Geschichte, denn wir haben eigentlich eine schön stringente Linie der Schlachtschiffe, die mit der Richelieu auf Stufe 8 in einen Kurs einschlägt, der eigentlich bis zum Ende durchgezogen werden hätte können, aber dann doch nicht ist. Denn wie ihr wisst, wir haben danach die Alsace und die ist ja schön wie die Richelieu angeordnet. Ein schnelles Schlachtschiff, dann allerdings in Dreiturm-Design und nicht im Zweiturm-Design wie die Richelieu mit AB-Turm vorne und hinten da nichts außer Sekundärartillerie. Und danach kommt das Kuriosum, die Republik mit 2x4 Türmen A und B voneinander getrennt durch die mittleren Aufbauten. Und dann, na, wer hätte es gedacht, auf einmal wieder die Batterie ähnlich wie die Alsace angeordnet. Ich würde jetzt einmal behaupten, es ist der 10.10.2022, was für ein schönes Datum, dass wir irgendwann auch die Möglichkeit bekommen werden, von Wargaming dazu gezwungen zu werden, unsere Republik für Kohle zu kaufen und dafür eine Alternative, die besser in den Baum passt, vorgesetzt zu bekommen. Ähnlich großer Kurfürst und Preußen, nur halt ein bisschen auffälliger. Quasi nicht das gleiche Schiff mit anderen Geschützen. Kann auch sein. Ne? Dann packen wir die Republik einfach dahin und geben ihr Alsace-Geschütze mit besserem Reload. Aber ja, was weiß ich schon. Kommen wir nun mit diesem kleinen verwirrenden Einspieler zum eigentlichen Kampfgeschehen. Was ist die Batterie? Ist mit 3x4 431 mm ein Schiff mit einer Kampfkraft, mit der auf jeden Fall zu rechnen ist? Uns fehlt hier die, ich nenne sie gern, taktische F-Fertigkeit, je nachdem, was die F-Fertigkeit kann. Wir haben hier quasi ein ganz normales Schlachtschiff mit hohem Kaliber, mit 30 Sekunden Nachladezeit, mit 1,8er Sigma. Es trifft nicht viel, hat aber viel in der Luft, dementsprechend viel hilft viel. Ne? Deswegen, wenn man eine Handvoll Kiesel auf eine Eisentonne wirft, aus 10 Metern Entfernung, dann scheppert es trotzdem ein bisschen, weil es einfach eine Handvoll Kiesel ist. Wenn es nur ein Stein wäre, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und das ist quasi das Prinzip der Batterie. Wir haben 327 Meter maximale horizontale Dispersion auf 26,63 Reichweite, Stock. Und das ist eine Ansage. Und wie ihr seht, auf 10 Kilometer reicht es auch, dass bei der Batterie etwas hängen bleibt. Wir haben 108.900 an Trefferpunkten. Und ja, davon haben wir schon 50.000 eingebüßt, denn die Batterie und deren Panzerung ist nicht gerade für die vorderste Front gedacht. Da reiht sie sich ein in die lange Reihe an Schlachtschiffen der französischen Linie, die mit ausreichender Panzerung ins Spiel kommt. Das könnte man fast so sagen. Der große Vorteil der Batterie ist wie immer, oder sollte wie immer sein, muss man hier allerdings sagen, die Beweglichkeit und die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, ja, mit 31 Knoten könnte man sagen, da reiht sie sich leider in die Geschwindigkeit vieler Stufe 10 Schlachtschiffe ein, bei manchen auch nicht. Na, wir haben diese langsamen Vertreter wie die Yamato etc., die aber andere Fertigkeiten besitzen, die das mehr als ausgleichen. Und mit 1080 Meter Wendekreisradius und einer Ruderstellzeit von fast 20 Sekunden, also 19,6, ist sie nicht unbedingt die Gazelle hier im Tierreich auf dem Wasser.
Wenn ich mir selbst zuhöre und dann überlege, dann fällt mir auch auf, was eine Gazelle auf dem Wasser zu suchen hat. Aber ich glaube, jeder kann damit etwas anfangen. Hoffe ich zumindest. Die Raw DBM mit AP ist, oder kann sich sehen lassen. Wir haben mit dem 431er haben wir 14.500 Alpha und eine Raw DPM, also Damage Per Minute, von 348.000. Das ist gar nicht schlecht. In der Theorie, wenn wir Haie schießen, muss durch die hohe Brandwahrscheinlichkeit von 48%, wobei hoch im Vergleich zum Kaliber nicht unbedingt. Die Briten haben natürlich bessere Brandwahrscheinlichkeit bei kleinerem Kaliber, von 4,6mm oder sonstigen Kaliber. Aber theoretisch könnte bei jeder Salve ein Brand mit dabei sein. Oder wie bei 100% Brandwahrscheinlichkeit, oder bei 100% Treffern, Entschuldigung, pro Salve, auch alle 2 Minuten ein Brand. Trifft natürlich nicht zu, bei einem Schiff, das gerne streut, nennen wir es so. Wir müssen uns aber nicht nur auf die Hauptartillerie verlassen, wobei das die allermeisten Spieler werden. Wir hätten theoretisch auch noch eine 8,3 Kilometer Reichweite Sekundärartillerie. Das schauen wir uns jetzt an. Okay, die wurde auf 9,2 erhöht hier. Das wirkt so, wie als hätten wir die Flagge gewählt. Mit 5% kann das sein. Ja, da muss noch was im Busch sein. Wahrscheinlich, man muss mal nachschauen. Vielleicht sehen wir das ja am Ende dann im Skillbar. So, also was macht eine Batterie eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Was kann eine Batterie, was andere Schiffe nicht können? Auch das ist eine gute Frage, auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe. Oder zumindest keine zufriedenstellende, wo ich etwas darüber erzählen könnte. Denn meiner Ansicht nach macht eine Batterie halt das, was auch eine Bourgon macht, nur mit mehr Trefferpunkten. Ja, falls ihr euch fragt, was macht denn der Spieler da? Warum setzt er die ganze Zeit den Luftschlag ein? Der wirkt doch nur gegen U-Boote. Ja, das ist korrekt. Allerdings geht er fischen. Bedeutet, er wirft seine Flugzeuge in die Schlacht in der Hoffnung, dass ein Schiff, das noch unentdeckt ist, durch auffällige Anti-Air-Abwehrmaßnahmen auffällt. Nicht, dass die Anti-Air, wenn sie auf ein ein U-Boot-Abwehrflugzeug schießt, das Schiff aufdecken würde. Nein, aber man kann, wie hier zum Beispiel, die Anti-Air optisch erkennen, auch wenn das Schiff nicht offen wäre. Bedeutet, man sieht dann die Anti-Air-Bubble einfach um ein unsichtbares Objekt herum und dann weiß man ungefähr, wohin das gegnerische Schiff gefahren ist. Ist relativ schlau, um zu erkennen, ob hinter der Insel ein Schiff ist, um zu erkennen, ob da noch ein DD ist, der vielleicht seine Anti-Air an hat und so weiter und so fort. Ein großer Vorteil der Batterie ist, wie ihr unten sehen könnt, die Geschwindigkeit hat sie mit den französischen Schlachtschiffen dann gemeint. 15% Speed Boost ist eine schöne Sache. Ja, damit kann man den Gegner überraschen. Wir machen nochmal 4,5 Knoten obendrauf, kommen dann schlussendlich wahrscheinlich auf 35,5 Knoten. Da gibt dann noch die Speed-Flagge mit 5%. Theoretisch 20%, wenn es noch 7 Knoten, dann macht man 38 Knoten. Und das ist eine überaus ansehnliche Geschwindigkeit oder Endgeschwindigkeit. Oh nein! Ah, wir hätten die Dimitri Danskar rausnehmen sollen. Wo bleibt der Reload Boost? Jetzt bekommen wir die 8 Kilometer Torpedos der Dimitri Danskar ins Gesicht. Immer noch nicht? Nimm die Torpedos. Das dünkt mir jetzt auch ein bisschen komisch. Was? Warum fährt sie so scheinheilig rückwärts und wirft die Torpedos nicht raus? Nur um die Alvaro de Bazan zu erledigen, die hier mit die Ospe vom Clan RPK im Namen Lilith Reaper mitfährt? Das wäre doch ein bisschen, ne? Das wäre doch komisch. Ja, nichtsdestotrotz sind wir bei 182.000, 1,5 Millionen getankt. Das machen die vielen Trefferpunkte. Und wir kämpfen nun gegen eine ebenso ungenaue Batterie, die, wie ihr schon gesehen habt, auf 6,2 Kilometer alles vorbeigesammelt hat. Gut, wir sind auch angewinkelt, zeigen weniger Silhouette. Dann kann auch schon mal was daneben gehen bei dieser Streuung. Und wir haben hier einen sehr düsteren Kartenabschnitt mit diesem Gewitterfront.
Feature, das Wargaming eingebracht hat. Da, oh, schau doch die Streuung an. Alter Verwalter. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 8 Granaten in der Luft, davon 3 Treffer. Das ist... Na gut, ein bisschen unter 50%. Ja. Also prozentual gesehen, ja, gar nicht so schlecht. Aber die Streuung hat... Streuung hat ausgesehen, wie wenn man ein Kind mit, bevor es 2 Jahre alt ist, mit Spinat füttert und dann macht es. Das war's ungefähr. Oh. Eine 11K-Salve. Der Gegner winkelt nicht wirklich an. Will er hier noch auf Ram gehen? Nein, das reicht nicht. Da sieht man, da bricht die Front komplett zusammen vom Gegner. Die Duncan kommt ja noch um die Ecke, möchte noch etwas abhaben. Die Türme drehen schon. Die Frage ist, ob sie es schaffen. Ich glaube nicht, dass die Duncan in einer Salve die Batterie erledigen kann. Wenn wir ein bisschen nach vorne fahren, haben wir den Vorteil, dass wir den Gegner rausfahren, während der Gegner uns reinfährt. Das bedeutet, wir können immer früher schießen und wir könnten jetzt eigentlich den Gegner komplett erledigen. Ja, die Duncan hat eine unglaubliche Zitadelle, die sogar für eine Batterie einfach zu treffen ist. Und der eine Torpedo, der zwar nicht wenig Schaden macht, das ist so eine Beschäftigungstherapie von Wargaming, dass man sich sicher fühlt, obwohl man sich nicht sicher fühlen sollte. Weil meistens treffen die halt nichts. Also man ist ziemlich nah dran. Aber gut, das ist Stoff für eine andere Geschichte und für ein Duncan-Gefecht, würde ich fast sagen. Ah, dieses Gefecht ist durch. Wir haben 200.000 Schaden gemacht mit dem Superschiff. Das sind theoretisch auch Werte, die man mit normalen Schlachtschiffen machen kann, wie wir sie hin und wieder sehen. Aber es ist schön, dennoch mal ein Superschiff-Patrie, ein Sushi-Patrie-Gefecht zu sehen. Edgar fehlt mir jetzt noch bei der Einsendung. Natürlich werde ich beide Schiffe im Laufe der Zeit auch noch reviewen, habe aber momentan weder die Zeit noch das Geld, mir so teure Schiffe zu kaufen. Spaß, das mit den Credits soll schon laufen. Allerdings stellt Wargaming gerade wieder einen Vorstellungsmarathon auf. Also macht euch oder seid gespannt, was euch als nächstes erwartet. Da könnte man so sagen. Ne? Aber das ist es nicht immer so. Zuerst 2 Monate nichts und dann kommt viel. Das seid ihr schon gewohnt. Diese Gewitterfront sieht optisch durchaus beeindruckend aus. Die Wolken wirken sehr voluminös. Aber die Sicht, ne? Ah, Katastrophe. Absolute Katastrophe. Endlich sind wir auf 2,2 Millionen gekommen. Ihr seht eben, in die Bredouille gekommen sind wir nicht besonders. Die Batterie hat noch genügend Stoff. Uff, das war vor der Yamato-Salve, um hier noch weiter zu kämpfen. Oder vor der Hannover-Salve, ich habe gar nicht gesehen. Nein, das war die Yamato. Brutal, oder? Wenn die Yamato mal wirklich draufsammelt mit dieser miesen, billigen, schwierig. Mit dieser... Ah, mit dieser typischen Franzosentarnung, das ist das Wort, das ich gesucht habe, die je nachdem nicht besonders gut ist oder je nach Spieler ausreichend, ist halt nicht so einfach, mit hohem Kaliber das overmatchen kann, dem etwas entgegenzusetzen. Oh, und jetzt haben wir hier ein wunderschönes Trefferbild gehabt. Habt ihr das gesehen? Eine von 30 Salben, nein, eine von 20 Salben ist genau. Dafür bekommen wir jetzt den Hagel der F-Fertigkeit, die eingesetzt werden kann und wahrscheinlich jetzt eingesetzt worden ist, ab. Die Spezialfähigkeit der Hannover bringt ihr halt auch nicht, wenn sie Breitseite zeigt. 260.010 Zitadellen, obwohl es so eine krasse Streuung hat, das Schiff, und nur 1.8er Sigma. Die Sekundärartillerie, ja gut, die war da, braucht man ja auch nicht. Wir haben ja noch den Kapitän, ist der winzig geworden hier. Da haben wir Brandschutz quasi. Ein Überlebensbild, könnte man sagen. Ja, ist ein Überlebensbild mit Adrenalinrausch, einem 20er Kapitän. Da wird sich wahrscheinlich noch was ändern, wenn der fertig ist, fertiges Bild ist. Da kommen wir hier wieder zurück. Ja, und dann eins weiter. Und hier haben wir den, die Einbauten mit Reload und mit Tarnmeister. Ich sag vielen lieben Dank, Ospek. Ich habe vergessen, wirklich. Ah, natürlich. Fatal. So, hier Ospe. Vielen lieben Dank, Ospe, fürs Einsenden der Batterie. Dankeschön fürs
zusehen und leider sehen wir die Teamwertung nicht. Wäre noch cool gewesen, wo auch die Alvaro de Bazan hin ist. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.